Heutiges Video, meine jährliche Halloween Edition. Und dieses Jahr bin ich Marla Singer und ich zeige euch, wie ich zu diesem Kostüm gekommen bin. Ich zeige euch, wo ich meine Sachen her habe, wo ich die Perücke her habe, wie ich die Perücke geschnitten und frisiert habe und natürlich auch noch mein Make-up. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, kommen wir zum Make-up-Part. Ich habe noch nie irgendwie eine Art Make-up-Tutorial gemacht, deswegen schauen wir mal, wie es so wird. Aber ja, an sich ist das Make-up auch nicht besonders schwer. Ihr braucht ein möglichst helles Make-up. Ich habe mir so Lightning Drops von Catrice gekauft, in der Hoffnung, die machen mein Make-up heller. Und ja, probieren wir das einfach mal aus. Falls ihr denkt, ihr kriegt jetzt hier ein fancy Make-up-Tutorial, ihr habt falsch gedacht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache jetzt hier Heavy Contouring. Ich benutze das immer nur für meine Wangenknochen. Augenbrauen. Marlas Augenbrauen sind natürlich deutlich dunkler als meine, weil sie dunklere Haare hat. Ich würde sagen, ich bin zufrieden damit. Kommen wir zum Augen-Make-up. Das werde ich hauptsächlich mit einer braunen Lidschattenpalette von Art Deco machen, weil ich zu arm bin für eine Naked-Palette. Da mir aber ein so ein Zwischenton fehlt, ich bin einfach kreativ und benutze auch meine Contouring-Palette als Lidschattenpalette. We'll see how that works out. Die Besonderheit ist hier vor allem, dass ich irgendwie bis zu meiner Nase schminke. Gerade unter den Augen kann man mit dem braunen Lidschatten ruhig messy sein, weil sie ja düster und unausgeschlafen und grungy aussehen soll. Ich nehme dann noch einen dunkleren Braunton, den ich gleich noch mit einem Grau-Schwarz vermischen werde. Ihr merkt, ich rede wie ein echter Beauty-Guru. Nicht. Ich nehme jetzt noch ein mattes Schwarz dazu. Ich nehme auf jeden Fall zwei Schichten Mascara, damit das Ganze ein bisschen mehr so klumpiger, messier wird. Zu guter Letzt habe ich noch mattenbraunen Lippenstift gekauft. Der deckt eigentlich quasi fast gar nicht, was aber für diesen Look genau richtig ist, weil ich keinen so kräftigen haben wollte. Und ich fette den Puder, damit er länger hält und matt wird. So, that's about it. Kommen wir nun zum spaßigeren Teil des Looks, nämlich der Perücke. Ganz offensichtlich habe ich nicht die richtigen Haare für diese Rolle. Daher habe ich die netten Leute von Everyday Wigs gefragt, ob sie mir nicht eine Perücke zukommen lassen können. Und das haben sie getan. Ich bin absolut kein Perückenprofi und werde jetzt auch nicht ganz krass ins Detail gehen. Tut mir leid, Everyday Wigs. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich jetzt eure wunderschöne Perücke nehme und sie komplett zerschnüppel. Ich merke aber definitiv, dass die Perücke eine echt gute Qualität hat. Und sie sieht so schön aus, dass ich sie eigentlich gar nicht kaputt machen will. Das Ganze kommt in einem schicken Karton. Eure Perücke ist in einem Netz, dass sie nicht allzu sehr auseinanderfleddert. Das macht ihr einfach ab. Und hier habt ihr eure Perücke. Ich habe mir jetzt eine mittellange mit schwarzen Locken bestellt, weil Marla Singer tatsächlich eigentlich keine schwarzen, sondern sehr dunkelbraune Haare hat. Im Film ist alles aber sehr dunkel gedreht, deswegen wirkt es immer, als ob sie schwarze Haare hat. Ich werde, wie gesagt, jetzt aber noch sehr viel davon abschneiden. Zusätzlich ist bei den Perücken immer noch so eine Wig Cap dabei. Das ist eigentlich nur eine abgeschnittene Strumpfhose. Also falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr das auch verwenden. Aber das ist auf jeden Fall praktisch, um die eigenen Haare irgendwie eng anliegender zu machen. Außerdem dabei ist so eine schicke Bürste, von der war ich ja erstmal ein bisschen skeptisch. Allerdings habe ich dann festgestellt, die ist eigentlich fast genauso gut wie ein Tangle-Teaser. Nur, dass sie noch eine fancyere Form hat. Die hat nämlich auch diese kurzen und langen Borsten. Und ich bin damit sehr zufrieden, weil ich sehr gut durch meine Haare durchkomme. Also,
Props noch für diese Bürste. Im ersten Schritt werde ich jetzt mal dieses Netz hier abschneiden. Das ist dafür da, dass dieser Übergang weicher ist, aber natürlich ist das zu viel Übergang von Perücke zu meiner Haut. Deswegen werde ich das abschnibbeln. Um meine Haare jetzt so gut wie möglich unter der Perücke zu verstecken, habe ich gerade mal geguckt, wie man das macht. Im besten Falle macht man sich super enge Zöpfe, allerdings kann ich das nicht. Deswegen werde ich mir jetzt ganz normale Zöpfe machen und sie dann versuchen, um meinen Kopf zu wickeln. Ich meine, ich habe jetzt nicht die allerlängsten und allerdicksten Haare, deswegen wird das schon möglich sein, es einigermaßen flach hinzubekommen. Außerdem hilft ihr auch noch eure Wig Cap dann nachher alles ein bisschen enger an einem Platz zu halten. Und ich wünschte, ich könnte mir fancy Boxer Braids oder was auch immer machen, aber ich bin sehr ungeduldig in solche Dinge lernen und irgendwie fault mir immer mein Arm ab oder meine Finger verheddern sich. Falls jemand gute Tutorial-Videos kennt, schickt sie mir bitte. Einmal ein Braiding-Tutorial für ungeduldige Menschen, bitte. Und jetzt das Ganze so um den Kopf. Glücklicherweise muss das ja nicht schön aussehen. Tada! Dann kommt jetzt hier diese gute Wig Cap ins Spiel. Das ist wie gesagt echt wie geschnittene Strumpfhose, die alles schön eng an euren Kopf drückt, mit der ihr richtig schön scheiße aussieht. Die also genau macht, was sie machen soll. Da versuche ich jetzt einfach alles so gut wie möglich drunter zu stopfen. Und wie ihr seht, liegt jetzt alles eigentlich sehr schön flach an. Die Perücke selbst hat innen noch so Clips zum Zusammenmachen. Und ich wurschtel jetzt einfach mal ein bisschen rum, weil ich wie gesagt nicht wirklich weiß, wie das am professionellsten und besten gemacht wird hier. Aber sonst würde ich sagen, sitzt sie ganz gut. Ich glaube, Profis verwenden noch so eine Art Kleber, damit das hier nicht passiert. Also der spaßige Teil wird es jetzt sein, diese Perücke zu schneiden, weil ich nicht Haare schneiden kann. Ich habe Haarschneideschere, Profischere von Chibo, mit der ich meine Spitzen schneide. Das ist aber auch alles, weil da muss man nicht viel machen. Wie das jetzt mit so einer Kurzhaarfrisur allerdings aussieht, schauen wir mal. Kann sein, dass scheiße wird. Bock auch schon nachher alles wegzusaugen. Ich traue mich nicht loszuschneiden, aber ich muss. Das Gute ist ja auch, es darf ja auch messy aussehen, weil Maler auch sehr messy Haare hat. Ihr seht, Profi Sally macht mal wieder Profi-Dinge. Lol. Also ja, keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal so Freihand-YOLO-mäßig. Bisher ist nicht so schlecht. Also ich glaube, der Hauptpart von dem Look kommt eh nachher dadurch, dass ich das Ganze noch ein bisschen hinstyle. Ich muss vor allem aufpassen, dass ich hier nicht das Kabel von meinem Lavalier-Mikro durchschneide. Das wäre zu witzig, wenn das passieren würde. So, versuchen wir jetzt mal die Übergänge ein bisschen aufzulockern. AKA schnibbelt einfach mal rum und schaut, was passiert. Ich bin mir sicher, genau so hat Maler sich selber die Haare geschnitten. Ich muss sagen, so grundsätzlich, glaube ich, kommt das jetzt schon einigermaßen hin von der Länge her. Ja, dann machen wir mal die andere Seite. Aber es macht schon Spaß. Was sie ja hat, ist auf jeden Fall diesen Bobble auf dem Kopf. Ich glaube, den mache ich mir jetzt mal kurz. Aber das sieht alles noch viel zu schön aus irgendwie. Ich glaube, sie hat allgemein noch mehr in ihrem Bobble drin. Ja, gefällt mir jetzt besser. Okay, der Plan ist, um meine Haare jetzt ein bisschen fertiger aussehen zu lassen, nehme ich jetzt viel schaumfestiger und vermutlich auch noch Trockenshampoo. Okay, ich habe mehrere Ansätze. Ich habe Beach Salzspray, ich habe schaumfestiger und irgendwie in der Kamera sieht es jetzt aus, als ob die Haare hier länger werden. Ich glaube, die Kamera hat recht. Also sollte ich jemals vorhaben, meinen eigenen Haaren eine andere Frisur als Spitzenschneiden zu schneiden, haltet mich ab. Okay, probieren wir es erstmal mit Salzspray. Ey, sie sehen jetzt aber wirklich schon 100-mal realistischer aus. Krass. Ich
Trotzdem habe ich auch irgendwie noch das Gefühl, es sind immer noch zu viele Haare. Ich musste gerade eine Pause einlegen, weil mein Kamera-Akku leer ist. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Irgendwie muss das Ganze noch etwas kürzer werden und dann noch zerzauster und matter und wuscheliger. Weil das alles noch zu schön und gesund und glänzend aussieht. Okay, ich glaube, ich bin jetzt mit der Länge zufrieden. Ich brauche jetzt erstmal meinen Salzwrap. Ich hau jetzt einfach alles in meine Haare, was geht. Okay, ich mag dieses Strähnige, aber da geht noch was. Außerdem glaube ich, könnte man das Ganze noch versuchen, ein wenig zu tupieren. Weil Malas Haare stehen so schön ab. Und das tun meine noch nicht. Außerdem hat sie immer diese Pony-Strähnen vorne, die so in dünnen Strähnen runterhängen. Vielleicht ist doch schaumfestiger besser. Soweit, so gut. Jetzt stört mich nur noch dieser etwas unnatürliche Glanz. Und sollte ich jemals Edward mit den Scherenhänden cosplayen wollen, habe ich schon eine Perücke. Nice, also ich bin jetzt tatsächlich ziemlich zufrieden damit, muss ich sagen. Zu dem Outfit selber kann ich euch gar nicht so viele Dinge verlinken, weil ich das meiste mal wieder Secondhand gekauft habe. Die Jacke ist von eBay Kleinanzeigen, da habe ich einfach nach einer schwarzen Fake-Fur-Jacke gesucht. Der Rock ist aus dem Secondhand-Laden und das Top ist aus dem Secondhand-Laden. Neu gekauft habe ich einzig diese Brille, und zwar auf Amazon, und eine Rolle voll mit den Hello, my name is Sticker. Auch die habe ich auf Amazon bekommen. Und die Schuhe hatte ich schon. Die Perücke ist von Everyday Wigs. Und by the way, wenn ihr da was einkaufen wollt, kriegt ihr mit dem Rabattcode Schruppert tatsächlich 8%. Das wollte ich schon immer mal sagen. Das war mein Maler-Singer-Cosplay und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin super excited für Halloween. Ich habe mega Bock. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Schreibt mir auch mal unten in die Kommentare, als was ihr an Halloween geht und was ihr zum Film Fight Club so sagt. Ich liebe es. Das ist einer meiner absoluten Top-Lieblingsfilme und Mala Singer ist ein ziemlich cooler Charakter. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal oder drückt gleich auf die Benachrichtigungsglocke, dann bekommt ihr jeden Mittwoch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Folgt mir doch auch auf Instagram, Twitter und Facebook, da gibt es noch mehr Content zu mir. Vor allem auf Instagram bin ich sehr aktiv. Da wird es auch noch einige Fotos und Videos von diesem Kostüm geben. Und sowieso nächsten Dienstag an Halloween. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao!